Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Burnout Revenge. Leute, ich bin unglaublich müde. Unglaublich. Ich bin gerade von der Arbeit wiedergekommen, ich habe Frühschicht. Und das Problem ist, ich hatte letzte Woche Nachtschicht. Und dann versucht man innerhalb von 2 Tagen von Nacht auf Früh zu wechseln. Ich kann euch eins sagen, das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und dann noch, wenn es mal funktioniert hat, dass ich mal eingepennt bin gestern Nacht, dann habe ich vielleicht 10 Minuten gepennt, wenn überhaupt. Und dann bin ich wieder aufgewacht, weil es so gottverdammt warm ist. Es ist einfach so unnormal. Es ist so unnormal warm. Oh mein Gott. Erderwärmung, ne? Eternal City. Hier gibt's nur einen Crash. Mehr gibt's hier nicht. Hä? War das gerade nicht wieder... Stand da nicht gerade wieder Circle of Strife? Hatten wir den nicht schon mal? Oder ist das jetzt quasi nochmal der Circle of Strife, aber ein bisschen anders? Hä? Den hatten wir doch schon mal. Millionen. Okay, man fängt auf jeden Fall viel weiter unten an, weil letztes Mal waren wir auf jeden Fall nicht so weit unten. Oder? Okay, hoffen wir mal. Hoffen wir mal das Beste. Ja gut, das Beste hat nicht so funktioniert. Schade. Fuck, okay. Nein, ich habe nicht auf Neustart gedrückt. Ja, ich bin müde. Ich bin müde. Ja. Das sieht man doch, oder? Scheiße. Ah. Och man. Das Schlimme ist, ich kann aber auch jetzt auch nicht pennen gehen. Wir haben jetzt. Keine Ahnung, 3 Uhr nachmittags. Kann sein, kommt hin. Wenn ich jetzt penne, ja? Sag mir, ich penne jetzt 5 Stunden. Dann kann ich die Nacht wieder nicht pennen. Das ergibt keinen Sinn. Weil dann hätte ich dasselbe Problem wieder morgen. Ich hasse Frühschicht. Ich hasse Spät- und Frühschicht. Das sind beides meine Hassschichten. Ich mag nur Nachtschicht. Weil ich sowieso nachtaktiv bin. Aber nein, man hat ja 3 Schichten. Yay. Hier wenigstens ein paar Autos rein. Jo, doch. Bronze haben wir auf jeden Fall. Silber auch. Oh, Gold! Ja, 3 Millionen. Ja, 3 Millionen, das ist doch Gold, oder nicht? Was? Ist das das erste Mal, dass wir Gold haben in Crash? Also nicht Bandicoot, sondern What? Hat mir jemals Gold in Crash? Ich glaube nicht. Wow. Wow. Da bin ich tatsächlich gerade ziemlich begeistert drüber. Nice. Erhalten für 15 in die Luft gesprengte Fahrzeuge. Cool. Nehme ich so hin. So, wir haben ein neues Event hier im Lone Peak. Da haben wir auch nochmal einen Crash. Mount Crushmore. Alles klar.
Motor City, ein schmutziger Rennspaß im Herzen Amerikas. Aha, ein schmutziger Rennspaß. Nennen wir das mal so, okay? 6 Millionen. Was ist denn da das Beste? Also das sieht schon ziemlich geil aus. Ich muss sogar mit dem Wagen fahren, das ist cool. Das hat nicht funktioniert, nein. Das Blöde ist, ich muss die beiden Fahrzeuge, die vor mir fahren, muss ich treffen. Die muss ich auf diese Fahrbahn schleudern, damit da schon mal alle crashen. Dann muss ich aber weiterspringen. Shit! Wie gesagt, ich muss weiterspringen. Ich darf da nicht hängen bleiben. Ich muss die beiden Fahrzeuge vor mir auf die Fahrbahn kicken. Nicht hängen bleiben, sondern weiterspringen. Und dann da hinten nochmal Radau machen. Genau das ist nämlich der Plan, den die wollen. Ich mach diesmal nicht ganz so schnell. Ja, wow. Jetzt war der LKW genau da, wo ich hin muss. Und ich jetzt auch nichts mehr. Okay, hier kommen wirklich nicht mehr Autos. Ah, shit, 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 shit. Das wird nicht einfach. Ich treffe die Scheißwagen vor mir nicht. Und warum? Richtig, weil er nach links zieht. Ey! Und ich drücke dann rechts gegen und dann irgendwie funktioniert das aber trotzdem nicht. Hä? Ich bleibe aber auch manchmal wirklich an einem einfachen Zaun hängen. Ich meine, er muss doch wohl da durchfahren. Oh, gib mir ein paar Stunden, Leute, dann kriegen wir das hin. Das bringt mir doch wieder gar nichts. Ich muss da durchfahren. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber wie soll ich denn da durchfahren? Ich darf ja kein Auto von der Seite erwischen, mich darf kein Auto erwischen. Boah, das ist echt hart. Ich hatte das eben, im First Try hätte ich das beinahe geschafft. Dann bin ich da aber am Zaun hängen geblieben. Dann ist wieder zu langsam, jetzt kommt der scheiß Ecke wieder vor. Das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe den einen von der Seite getroffen, oder nicht? Und der ist übelst weggeballert. Normalerweise hätte ich doch an dem abprallen müssen. Ich darf doch keine Autos von der Seite berühren. Darauf habe ich nämlich spekuliert. Und dann wären alle in mich reingefahren. Ah! Mein Gott, das sind halt so viele Wagen. Was willst du denn da machen? Leute, ich weiß doch nicht. Ich hasse Crash. Hä? Eigentlich habe ich X gedrückt gehalten, aber gut. Okay, im nächsten Part machen wir dann mal was anderes, aber.
In dem Part werden wir wahrscheinlich nur noch hier dran sitzen. Wird das echt hart. Es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Oh, ich hasse das, dass ich immer das Auto neu auswählen muss und dass sie dann immer noch mal einmal um das Auto rumfahren. Das kostet nur Zeit. Warum bin ich nicht einfach wieder an den scheiß Anfang spawnen? Als ob. Als ob ich jetzt an dem Schild hätte, das wäre so gut gewesen. Das wäre so gut gewesen. Weil da sind schon 13 Autos gecrashed. Hätte ich da hinten wenigstens einen mitgenommen. Der LKW ist halt immer genau dann, wenn ich da hinfahre. Was? Tut den LKW da weg. Und dann sage ich okay. Okay, vielleicht war das gar nicht so schlecht. Vielleicht war das gar nicht so schlecht. Ich habe aber jetzt keine Medaille dafür bekommen, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Alter, das war Wahnsinn! Das ist nicht euer Ernst. Was ist denn da Bronze? Alter, ich fand das gerade mega gut. Weißt du, da schaffe ich das einmal in meinem Leben. Ich feiere mir einen Ast ab. Der dreckige LKW! Getränke, LKW. Das kann nicht wahr sein. Ihr könnt mir doch nicht so eine Scheiße geben, wenn ich müde bin. Ihr könnt das doch nicht tun. Oh, jetzt habe ich keinen erwischt. Ach komm, leckt mich doch langsam am Arsch. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe so hart keinen Bock mehr. Wow. Es ist das erste Mal, glaube ich, dass ich keinen Bock mehr auf dieses Burnout habe. Das Wörter hat mich bis jetzt immer glücklich gemacht. Immer. Aber jetzt gerade möchte ich einfach nur den Scheiß-Part beenden. Aber ich bin so ehrgeizig, dass ich dieses Scheiß-Crash noch schaffen will. Aber ich raste hier gleich aus. Komm jetzt. Komm schon. Alter, ich bekomme nicht mehr als 1,7. Zum Verrecken nicht. Was ist das? Ich will eine Medaille. Mir ist das. Von mir. Gib mir doch einfach eine Bronze. Da bin ich doch glücklich. Da zieht mir doch ruhig einen Stern für ab. Aber ich kriege nicht mehr als 1,7. Der dreckige LKW. Der macht mich fertig.
Ja, ich muss dem ausweichen. Was wollt ihr denn? Vor allem, manchmal bin ich einfach schneller wie der. Aber manchmal, obwohl ich eigentlich fast am Explosionspunkt bin, bin ich nicht schneller wie der. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Das ergibt absolut keinen Sinn. Aber wenn ich auch... Ohne Witz. Das ist krass. Ich bin gerade wirklich auf irgendeinem Level, wo ich noch nie in meinem Leben war. Jetzt kriege ich da oben aber gar nichts. Huh? Start, war super. Hat mir gefallen. Das ist der größte Haufen Scheiße, den ich in meinem Leben gesehen habe. Wirklich, wirklich. Ich meine, da sage ich zu vielen Sachen in Spielen. Generell in Let's Plays habe ich das Gefühl schon 5000 Mal gesagt. Alter, ich komme nicht an dem LKW vorbei, wenn er genau vor der verfickten Sprungschanze ist. Da kann ich ja auch nichts machen. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht verstanden. Ich war gerade auf dem schnellsten, was es geht. Eins höher und nicht mehr explodiert. Und ich war trotzdem nicht schneller als der LKW. Aber manchmal, wenn ich gefühlt gar nichts schaffe, bin ich schneller als der LKW. Das ergibt null Sinn, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Jetzt bin ich doch viel schneller. Es gibt aber nicht so viel. Das wird nicht so viel geben. Komm, ich stehe mitten in so vielen Autos. Ich stehe in so vielen Autos. Wie bitte? Ich habe 2,3 Millionen. Es ist Bronze. Ich dachte, da stand irgendwie nichts von der Medaille. Ich war gerade so in Panik. Danke. 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 Natürlich eben wäre geiler gewesen, hatte ich 4 Sterne gehabt. Auch obwohl ich keine Medaille hatte. Was für mich aber auch irgendwie keinen Sinn ergibt, weil warum sollte man für Bronze bestraft werden? Egal. Mein Ziel war es, ich habe mir das am Anfang gesetzt, mindestens eine Medaille pro Rennen. Und wenn ich dafür auch weniger Sterne bekomme, nehme ich das. Ja. Wir haben jetzt auch den Wagen freigeschalten, als ob ich den jemals mal benutzen würde nach der Scheiße. Obwohl der Wagen war eigentlich cool, muss ich schon sagen. Sind wir jetzt wenigstens hier durch? Ja, Gott sei Dank. Wir sind in Stufe 5, Leute. Was gibt denn da? White Mountain wieder, Eternal City wieder, Lone Peak wieder, Modo City wieder. Sunshine, ach, da gibt's so viel. Oh, wie machen wir das aber alles aus der nächsten Party? Das reicht mir für den Part, es tut mir leid. Auch wenn er vielleicht ein bisschen kürzer jetzt ist. Ich habe keine Ahnung, ich kann die Zeit schlecht einschätzen. Aber Leute, ich brauch meine Ruhe jetzt. Okay. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwo gefallen. Ich denke, ihr mögt es immer, wenn ich ausraste. Hau ich mal. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich sage bis dahin. Tschüss.